Gut, nun Punkt 7. Das ist die Lage der Rechtsstaatlichkeit in Polen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu diesem so wichtigen Meinungsaustausch über die Lage der Rechtsstaatlichkeit in Polen. Ich heiße Sie herzlich willkommen, auch unsere erlauchten Gäste, die wir heute zugeschaltet haben. Ich danke Ihnen auch, dass Sie sich so flexibel gezeigt haben, sich hier zu schalten zu unserer Ausschusssitzung des Liebeausschusses. Dieser Meinungsaustausch erfolgt im Rahmen des Zustimmungsverfahrens des Europäischen Parlaments zur Bestimmung eines klaren Risikos der Verletzung der Rechtsstaatlichkeit der Republik Polen. Das heißt, das ist Artikel 7 Absatz 1 der Verträge der Europäischen Union, wurde im Dezember 2017 eingeleitet. Der Liebeausschuss hat beschlossen, einen Bericht im Rahmen dieses Zustimmungsverfahrens zu schreiben. Und dieser Meinungsaustausch soll dazu dienen, sich hier mehr Informationen zu beschaffen. Herr López Aguilar, der Vorsitzende des Ausschusses, ist der Berichterstatter. Bevor ich jetzt unseren erlauchten Rednern das Wort erteile, möchte ich dem Berichterstatter, unserem Herrn Vorsitzenden, Herr López Aguilar, das Wort erteilen, damit er kurz einige der Anliegen des Parlaments darstellt bezüglich dieser Angelegenheit. Werter Herr Vorsitzender, Herr López Aguilar, Sie haben damit das Wort. Ja, schönen guten Morgen. Ja, ich heiße Sie alle herzlich willkommen, wünsche Ihnen viel Glück und hoffe, dass Sie alle wohlauf sind und hoffe, Sie bald auch zu sehen. Ich möchte zunächst begrüßen, dass bei diesem wichtigen Tagesordnungspunkt Herr Ziobro hier auch anwesend ist. Er wird auch gleich im Anschluss das Wort ergreifen. Auch Kommissar für Justiz, Herr Reinders, Frau Andrassy, die Botschafterin des kroatischen Vorsitzes und Professor Bodnar, Professor für Menschenrechte. Ich möchte kurz Folgendes dazu sagen. Sie wissen, es handelt sich um Artikel 7 Absatz 1. Hier geht es um das Verfahren mit Polen. Ich kann da nur meiner Sorge Ausdruck geben bezüglich der Lage der Rechtsstaatlichkeit in Polen und Auswirkungen auf die Demokratie und auf die Menschenrechte im Lande. Die Reform des polnischen Justizsystems, das die polnische Regierung 2015 angestoßen hat, das verletzt die Rechtsstaatlichkeit. Das ist einer der Kernwerte, ist in Artikel 2 des Vertrags der Europäischen Union eingebettet. Das wurde auch vom Europäischen Parlament anlässlich einiger Entschließungen bestätigt, auch im Plenum. Die Gestaltung des Justizapparats und Justizwesens ist natürlich nationale Zuständigkeit, aber nationale Richter sind ja auch europäische Richter. Sie werden also mit ihren Funktionen betraut, um auch Gemeinschaftsrecht umzusetzen. Und die Ecksteine des europäischen Justizwesens, und deshalb ist es so, dass die Europäische Union, auch der Europäische Gerichtshof, auch darauf achten müssen, dass die Justiz in allen Mitgliedstaaten unabhängig ist, um auch Artikel 47 der Europäischen Charta der Grundrechte gerecht zu werden. Es gibt natürlich unterschiedliche Arten der Gestaltung des nationalen Justizwesens und das ist beachtlich, aber die Reform des polnischen Justizwesens hat dazu geführt, dass das Justizwesen dadurch beeinträchtigt wird. Deshalb hat die Exekutive eine immer größere Kontrolle der Justiz.
Systematisch werden Richter benannt, die regierungstreu sind. In die höchsten Posten werden sie benannt. In den hohen Gerichten, in den gemeinen Gerichten. Und die spielen ja doch eine ausschlaggebende Rolle bei der Benennung von Richtern. Auch das Verfassungsgerichtshof hat früher Urteile erlassen, die nicht genehm waren. Jetzt wurden Disziplinarverfahren gegen Richter eingeleitet, die gegen die Reformen sind oder die Urteile des EuGHs umsetzen. Es gab jüngst die Verabschiedung des sogenannten Muzzle-Gesetzes. Das hält Richter davon ab, polnische Richter davon ab, europäische Gesetze umzusetzen, so wie das eigentlich ihre Pflicht sein sollte. Und es wird eingegriffen in die Organisation der Gerichte, um kritische Richter hier zu disziplinieren. Diese Reformen und diese Entwicklungen wurde bei weitem kritisiert, nicht nur das Europäische Parlament. Wir sind der Gesamtsituation gefolgt, aber auch UN-Agenturen, die Venedig-Kommission des Europarates. Die Republik Polen ist auch Mitglied dieses Europarates und Parlamentarische Versammlung des Europarates, die OECD und der Hohe Kommissar für Menschenrechte und die Europäische Kommission und wie gesagt das Europäische Parlament. Einige Urteile des EuGH und der EuGH ist das höchste Gremium, um die einheitliche Anwendung des Gemeinschaftsrechts zu überschauen, hat gezeigt, dass die polnische Regierung sich auch daran zu halten hat. Aber bislang hat die Regierung sich geweigert, hier Abstand zu nehmen von deren Reformen. Zum Beispiel die Herabsetzung des Rentenalters der Richter des höchsten Gerichtes. Am 8. April hat der EuGH den Auftrag der Kommission übernommen, hier die sogenannte Disziplinarkommen des Hohen Gerichtes auszusetzen. Jetzt weiß man nicht, wie die polnische Regierung darauf reagieren wird. Vor zwei Tagen hat das polnische Verfassungsgerichtshof beschlossen, auf Wunsch der polnischen Regierung, dass die Beschlüsse des Höchstgerichtes, um die Vorabentscheidung des EuGHs umzusetzen vom November 2019 bezüglich der Disziplinarkammer des Gerichtes und des Nationalen Rates für die Justiz, dass das gegen die Verfassung der polnischen Regierung ist. Also da muss sich doch das Gericht enthalten. Wenn es ein Verfassungsgericht gibt, ist es das höchste Gremium, um die Verfassung des Staates auszulegen. Und das bindet dann natürlich auch alle Gremien und alle Institutionen des betreffenden Mitgliedstaates. Und in diesem Fall ist es Polen. Und das Prinzip der Vorstellung des europäischen Rechts wird dadurch umgekrempelt. Der heutige Fokus bei der heutigen Sitzung liegt auf der Rechtsstaatlichkeit. Aber ich möchte auch betonen, dass dies leider dann auch Auswirkungen hat auf die Demokratie und auf die Verletzung von Grundrechten. Die Mitglieder des Libe-Ausschusses, also unseres Ausschusses, haben ihre Bedenken gezeigt. Wir alle machen uns Sorgen bezüglich der Änderungen des Wahlrechts in Blick auf die künftigen Wahlen. Das wird aufgrund der Covid-19-Epidemie etwas beeinträchtigt. Es ist wichtig, dass es faire und gleiche Wahlen gibt. Transparente und glaubwürdige Wahlen nach einer transparenten Wahlkampagne. Es ist nicht sicher, dass dies dann auch der Fall sein wird. Einige Mitgliedstaaten haben besondere Maßnahmen ergriffen, um Wahlen zu verschieben, die bereits aus guten Gründen geplant waren, da man natürlich freie, glaubwürdige Wahlen braucht, wo alle Bürger der betreffenden Mitgliedstaaten nicht nur teilnehmen können, sondern, was die Parteien anbelangt, dass sie dann auch im Wettkampf zueinander stehen, aber einen fairen Wettkampf sich liefern können. Wir haben dann auch gehört, dass
die Verfassung geändert werden soll, damit auch die Mandatszeit des polnischen Präsidenten geändert wird. Weitere 2 Jahre. Diese Wahlen sollen also aufgehoben werden. Dann die außerordentliche Kontrolle der ersten Kammer des Gerichtshofes. Diese Kammer setzt sich aus Richtern zusammen, so wie bei der Disziplinarkammer. Das gefährdet nicht nur die Unabhängigkeit des Gerichtes, das sollte der EuGH bewerten. Dies war ja auch der Fall bei der Disziplinarkammer. Nun, inmitten dieser Pandemie ist es so, dass die Gesetzgebung auch in Bereichen durchgeführt wird, die mit Menschenrechten zu tun haben, hat nichts mit der Pandemie zu tun. Und deshalb befürchten wir, dass es hier einen möglichen Missbrauch gibt, dass die Bürger eben sich öffentlich nicht gegen diese Gesetze schützen können, die Restriktionen haben, was den Sexualunterricht angeht, Recht auf Abtreibung. Das würde doch gravierend unserer Meinung nach die Legitimität der verabschiedeten Gesetze beeinträchtigen. Das wird dadurch erschwert, dass eine unabhängige Verfassungsüberprüfung nicht effizient gewährleistet werden sein. Das haben wir doch gesehen. Und deshalb ist das wirklich ein berechtigtes Bedenken. Es gibt noch viele mehr Bedenken in puncto Menschenrechte, mangelnde unabhängige polnische Institutionen und Medien, Einschränkung der Versammlungsfreiheit, auch aufgrund der Klimakonferenz von Katowice. Herr Vorsitzender, Sie sollten zum Schluss kommen, wird eingeworfen. Dann Hassreden gegen LGBTIs, das ist für uns auch wichtig, durch öffentliche Behörden oder Erklärungen von Zonen, die LGBTI-Ideologie frei sind. Herr Vorsitzender, ich werde Ihnen das Wort jetzt wegnehmen müssen, meint die Vorsitzende. Das sind eben unsere Anliegen und wir nehmen natürlich alles zur Kenntnis, was ab jetzt dann dazu gesagt werden wird. Allerbesten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Wir haben gestern gehört, dass Minister Zobrio vielleicht doch heute an dieser Sitzung teilnehmen kann. Er ist nun unser erster Redner. Er ist Justizminister der Republik Polen und das ist doch von allergrößter Bedeutung, dass die Meinung der polnischen Behörden im Detail vernommen werden, im Rahmen eines ausgewogenen Ansatzes, gemäß des Verfahrens von Artikel 7 Absatz 1 der Verträge. Herr Ziobro, werter Herr Minister, Sie haben das Wort. Für 15 Minuten. Hören Sie uns denn gut? Herzlich willkommen, werter Herr Minister. Good morning, Mr. Chairman. I would like to. Ja, schönen guten Morgen. Herr Vorsitzender, ich möchte alle Vertreter der Europäischen Kommission und Sachverständige der PiS willkommen heißen. Ich freue mich sehr, zu Ihnen sprechen zu dürfen und ich würde gerne auf die Bedenken reagieren, die hier geäußert worden sind zu den Justizreformen, die die Regierung vorgetragen hat. Ich habe damit zumindest kurz Gelegenheit, auf eine Reihe von Missverständnissen und Fehlauffassungen zu reagieren, aber auch verzerrte Informationen, die offensichtlich in der europäischen Öffentlichkeit angekommen sind, manchmal einfach irrtümlich, manchmal auch durchaus in böser Absicht. Wie auch immer, es wird immer wieder wiederholt, dass es hier eine Verletzung der Rechtsstaatlichkeit gibt, der Demokratie und so weiter.
Das Ganze in Gestalt dieser Justizreform. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte zunächst einmal eine Diagnose der Situation geben. Zweifelsohne hat es Besprechungen gegeben zwischen politischen Parteien zu dieser Reform. Alle Parteien hatten dies als Priorität. Es gab jedes Mal auch große soziale Unzufriedenheit nach all diesen demokratischen Reformen. Es gab verschiedene politische Bewegungen, die sich hier betätigt haben, und es hat regelmäßig Umfragen gegeben. Es gibt verschiedene Organisationen, die einfach mal messen, was das Gefühl in der Bevölkerung ist und wie zufrieden die Leute mit der Funktionsweise des Justizsystems sind. Und es stellte sich heraus, dass die Leute immer unzufriedener waren. Also Vertrauen in die Verfassungsgerichte, als die polnischen Unternehmen sich zum Beispiel beschwerten über lange Verfahren, Korruption und so weiter und so fort, und das auch immer wieder in Umfragen zum Tragen kam, da stellte sich heraus, dass alle Versuche, eine Reform durchzuführen, immer wieder gescheitert sind. Und es lag immer wieder an bestimmten Schlüsselproblemen in unserem Justizsystem. Die Reformen haben also zunächst einmal auf eine Vereinfachung der Verfahren abgezielt. Der Haushalt, der Etat der Justiz wurde erhöht, und ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, wir haben hier Verbesserungen erzielt. Also es hat Verbesserungen gegeben, aber es sind nicht die erwünschten Effekte eingetreten, was die Urteile des Gerichtshofes des EuGH in Straßburg angeht. So gehören wir zu den ersten Ländern, denen die Länge der Verfahren vorgeworfen wird. Aber schauen wir uns doch mal die ganz objektiven Daten an. Polen ist ein Land geworden, das auf Platz 6 steht, was das BIP und die Ausgaben angeht in Bezug auf die Justiz. Also, wir nehmen den 6. Platz an, was die Ausgaben für die Justiz im Verhältnis zum BIP angeht, aber wir sind ganz hinten, was die Effizienz der Justiz angeht. Außerdem gab es große Verärgerung in der Bevölkerung in Bezug auf die ganzen Korruptionsskandale. Da gab es zum Beispiel die Aufhebung von Urteilen in der Zivilkammer des Obersten Gerichtshofes in der Kassation. Der zuständige Richter ist jedoch nie zur Verantwortung gezogen worden. Es gab einen weiteren Skandal, das regionale Gerichtsstände involvierte. Da ging es um den früheren Premierminister Tusk und seine Familienangehörigen. Da gab es wohl eine Abmachung, dass die Geschworenen eben ausgesucht werden sollten oder das Richtertribunal eben handverlesen sein sollte.
All diese Fälle also, wo es eine Verletzung der ethischen Normen gegeben hat, waren ein Problem und diese Missstände mussten behoben werden. Daran sind alle bisherigen Regierungen gescheitert, aber unsere Regierung hat nach der Wahl 2015 beschlossen, dieses Thema zur obersten Priorität zu erklären. Und wir haben beschlossen, hier wesentliche Änderungen vorzunehmen. Um dies jedoch tun zu können, mussten wir erst einmal eine Diagnose erstellen. Wir mussten also erstmal herausfinden, woran das Justizsystem in Polen eigentlich krankt. Darf ich hier zwei Personen zitieren, mit denen ich direkt nichts zu tun habe? Zum einen der Vorsitzende des Verfassungsgerichtes von der zivilen Plattform. Der hat einen Artikel verfasst 2004 in der Gazeta Wyborcza Daily und der sprach von dieser Problematik und sagte, wir hören aus den Medien, ich zitiere jetzt aus dem Artikel, wir hören aus den Medien über Korruptionsskandale, betrunkene Richter im Amt, im Gericht, Richter, die betrunken Auto fahren und sonstige Straftaten begehen. Und Ordnungswidrigkeiten. Und unser eigenes System kommt diesen Leuten nicht bei. Wir haben keine Handhabe gegen diese Menschen, die die höchsten Ämter in unserem Justizsystem bekleiden. Dieser Mann ist dann selber Präsident geworden des Obersten Gerichtshofes. Und er sagte, eine nationale Gewerkschaft verteidigt Interessen, die der polnischen Justiz schadet. Können Sie sich etwas schärfere Diagnose vorstellen? Also ich kann dem auf jeden Fall nur beipflichten. Damals hat der Professor Änderungen vorgeschlagen, diese wurden jedoch von den nachfolgenden Regierungen nicht umgesetzt. Ich möchte aber auch noch einen anderen Vorsitzenden des Verfassungsgerichtes zitieren, Professor Stempin, benannt von vorangegangenen Parlamenten, wo die Arbeit ganz anders lief als jetzt. Dieser sagte 2014, dass der Justizrat, der Landesrat für Gerichtswesen vermutlich, nicht im Dienste der polnischen Justiz stand. Die Partei von Donald Tusk, den Sie ja gut kennen, also unter seiner Regierung wurde ein Dokument veröffentlicht über eine grundlegende Reform des Staates. Das wurde also seinerzeit veröffentlicht, aber nicht umgesetzt. Diesem Dokument zufolge war es so, dass es Mechanismen gab, wie im Landesrat für Gerichtswesen zum Problem beitragen. Wir haben das geändert. In diesem Dokument wurde also gesagt, dass dieser Rat nicht etwa die Unabhängigkeit der Richter und Gerichte verteidigte, sondern genau diese Aufgabe nicht wahrnahm und dass Richter, die selber Gesetzesbrüche begehen, nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Abgesehen von einigen wirklich sehr extremen Fällen. Das heißt also, dass Richter, die außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit selber Straftaten begehen,
nicht zur Verantwortung gezogen werden. Auch die interne Organisation des Landesrats für Gerichtswesen war problematisch. Auch die Disziplinarverfahren waren problematisch. Und die wesentliche Schlussfolgerung aus diesem Dokument war, dass die Art und Weise, wie Richter benannt werden, geändert werden muss und dass diese vom Parlament benannt werden müssen und nicht aus der Richtergemeinschaft selber benannt werden sollen, weil dann eben bestimmte Tendenzen verstärkt werden, die ja durchaus weitläufig kritisiert wurden. Wir haben natürlich in einem politischen Konflikt mit Donald Tusk und seiner Partei gestanden, aber trotz dieser Meinungsverschiedenheiten waren wir uns, was die Schlussfolgerungen über das Justizsystem angeht, vollkommen einig. Und deswegen hat unsere Regierung diese Änderungen dann auch umgesetzt. Es haben sich bestimmte Strukturen gebildet, als wir die kommunistische Ära verlassen haben. Das war auch normal, aber mittlerweile hat sich das Justizwesen quasi selbstständig gemacht und war quasi keinen externen Kontrollmechanismen mehr unterworfen. Deswegen haben wir das begrüßt, was in diesem Dokument der Bürgerplattform auch benannt wurde, befürwortet. Der Vorsitzende ist natürlich sehr erfahren und ich glaube, das spanische Modell war durchaus ein gutes Modell. Das ist auch das, was ich vorgeschlagen habe. 25 Kandidaten werden dem Parlament vorgeschlagen, aus denen das Parlament mit einer Dreifünftelmehrheit entscheidet. So wie es in Spanien auch ist. Was ist problematisch an dem spanischen Modell? Ist dieses etwa vom Scheitern bedroht? Wenn nicht, warum sollten wir es nicht anwenden? Es wird betrachtet als Eingriff in die Justiz. Es geht jedoch nicht um einen Eingriff in die Justiz, sondern in diese unternehmensartigen Strukturen, die sich da etabliert hatten. Es ging darum, die aufzubrechen. Wir haben beschlossen, den spanischen Mechanismus zu übernehmen und verstehen jetzt nicht, warum wir darüber kritisiert werden. Ich kann mich wirklich hier der Kritik nicht anschließen. Eines unserer Leitprinzipien ist, dass ein Richter keine Entscheidungen über die eigenen Kollegen treffen müsste. Deswegen haben wir ein eigenes System, einen anderen Mechanismus eingeführt, wie auch schon von Fachleuten vorgeschlagen. Es geht, wie gesagt, um Richter, die Ordnungswidrigkeiten begehen, wie zum Beispiel betrunken Autofahren. Es gab auch schon mal einen Richter, der wurde dabei erwischt, eine Bohrmaschine zu klauen. Aber darüber wurde einfach hinweggegangen. Der hat dann am nächsten Tag einfach wieder ganz normal seine Arbeit gemacht und wurde nicht zur Rechenschaft gezogen. Das hat große Wut bei der Öffentlichkeit ausgelöst. Und seit unsere Gesetzesänderungen eingeführt worden sind, gibt es jetzt ein System, um diese Leute zur Rechenschaft zu ziehen. Und diese Leute werden dann auch ihres Amtes enthoben, weil sie einfach der Würde des Amtes nicht mehr gewöhnen. Ich sage nicht, dass das alles ideal ist, aber wir haben uns aus den Systemen inspiriert, die es in anderen Ländern gibt. Nicht zuletzt Deutschland, unser großer Nachbar. In Deutschland ist es so, dass Richter des obersten Gerichtshofes ausschließlich von
Politikern benannt werden, also Bundesrat und Bundestag. Keine anderen Vorschläge werden hier zugelassen. Wir können einen Richter nicht auf diese Art und Weise wählen, wie das bisher der Fall gewesen ist. Kurz gesagt, meine Damen und Herren, ist es so, dass die Kritik Polen gegenüber ungerechtfertigt ist und unrichtig. Diese Information entstammt einer lebhaften politischen Debatte. Die polnische Demokratie ist wirklich nicht am Kranken, ganz im Gegenteil, da geht es sehr gut, ebenso der Rechtsstaatlichkeit, ebenso der Justiz. Weil wir eben alles getan haben, damit Professionalität, Moral und Ethik vorherrschen in der polnischen Justiz. Ich sehe also nicht, wo da der Konflikt mit europäischen Werten ist. Es ist außerdem deutlich geworden, dass die Entschließungen der Kammern, dort wo sie verfassungswidrig waren, vom Verfassungsgericht in Frage gestellt wurden. Insofern ist alles, was wir tun, auf dem Boden der polnischen Verfassung verankert. Vielen Dank. Ja, zunächst möchte ich etwas klarstellen. Der polnische Justizminister hätte eigentlich Polnisch sprechen können. Da gab es vielleicht ein Missverständnis. Wir haben ja Verdolmetschung und ich bin Spanierin. Ich wollte allen zur Information sagen, dass das allgemeine Zugangssystem zur Ausübung eines Richters in Spanien, da stützt man sich ganz allgemein auf ein Ausschreibungsverfahren. Und es gibt nur sehr wenige Stellen für Richter. Das so eben ausgelegt wird. Was das allgemeine Zugangssystem zum Justizwesen, zu den Ämtern von Richtern geht, da geht es, wie gesagt, um Ausschreibung und man muss eine Prüfung ablegen. Herr Didier Reinders, Kommissar für Justiz, hat jetzt das Wort. Dankeschön, dass Sie da sind. Sie haben damit das Wort. Allerbesten Dank, Frau Vorsitzende. Werter Herr Minister, Frau Botschafterin, Herr Professor, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen danken, dass ich da zugeschaltet bin zu dieser Diskussion, die letzte Aussprache in Ihrem Ausschuss, wo wir über diese Situation gesprochen haben, war der 5. Dezember. Ich habe mit Frau Jourova gesprochen und wollten im Plenum im Januar und Februar sind. Dazu aber ich danke dem Justizminister für seine Teilnahme. Ich werde jetzt versuchen, auf ganz konkrete Aspekte bezüglich der Reformen in Polen zu sprechen kommen und auch die Reaktionen, die dadurch ausgelöst wurden. Einige Initiativen wurden vom Parlament ergriffen, aber auch von der Europäischen Kommission mit Beschlüssen des EuGH. Ich werde also ganz konkrete Reformpunkte ansprechen. Wenn Sie gestatten, werde ich das auf Englisch tun. Was nun dieses neue Disziplinarwesen für Richter in Polen angeht, vom 8. April, da hat der Gerichtshof beschlossen, dass Polen sofort die Anwendung dieser nationalen Regeln aussetzen muss bezüglich der Zuständigkeit dieser Disziplinarkammer des obersten Gerichts.
Das bestätigt den Standpunkt der Kommission vollumfänglich und gilt, solange das Gericht nicht sein endgültiges Urteil gegeben hat. Am 9. April hat der erste Präsident des Obersten Gerichtes einen öffentlichen Appell an die Mitglieder der Disziplinarkammer gemacht, um hier nicht Fälle zu behandeln. Und am 20. April wurde eine Anordnung gegeben, die verbietet, dass die Kammer Disziplinarfälle behandelt. Das war also ganz klipp und klar, was die Präsidentin des Obersten Gerichtes angeht bezüglich der Anordnung des Gerichts. Aufgrund dieser Anordnung des EuGH ist es so, dass ein Richter der Disziplinarkammer eine rechtliche Anfrage an den Verfassungsgerichtshof geleitet hat bezüglich der verfassungskonformen Anordnung des EuGA und im Zusammenhang mit dem Vertrag über die Arbeitsweise der EU. Insbesondere was die Pflicht der Mitgliedstaaten anbelangt, vorläufige Maßnahmen umzusetzen bezüglich des Funktionierens von verfassungskonformen Behörden des Staates. Diesbezüglich möchte ich doch betonen, dass die Anordnung des EuGH verpflichtend ist. Tritt sofort in Kraft und muss auch vom betreffenden Mitgliedstaat umgesetzt werden. Das wurde auch vom Fallrecht des EuGH klar gesagt. Der rechtsverbindliche Charakter der Anordnung des Hofes könne nicht in Frage gestellt werden aufgrund von nationalen Gesetzen oder Urteilen von nationalen Gerichten. Auch nicht aufhand der verfassungsrechtlichen Bestimmungen als Mitgliedstaates. Wir brauchen da eine korrekte Umsetzung der Anordnung des EuGH. Das ist ganz klar, das gilt für alle Mitgliedstaaten und auch in einem solchen Fall. Was nun das neue Gesetz anbelangt, da hat die Kommission sehr gründlich den Schlusstext der Gesetzgebung und in Übereinstimmung mit dem EU-Recht geprüft. Diese Analyse steht kurz vor dem Abschluss. Und ich bin davon überzeugt, dass die Zeit für eine politische Entscheidung in Bälde kommt. Als Kommissar werde ich nicht zögern, das Kollegium bitten, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Ich möchte hier auch an die Adresse des Europäischen Parlaments eine Bitte aussprechen. Es ist wichtig, für Politiker zu erklären, weshalb die Rechtsstaatlichkeit wichtig ist und vielleicht wichtiger denn je zu Zeiten der Covid-19-Pandemie. Wenn die Justiz in Polen und die Justiz in der EU Schaden nehmen werden, dann wird es schwieriger werden und dann wird es auch schädlicher für die Bürger und die Gesellschaft insgesamt sein, sich hier von dieser Krise zu erholen. Ich bin mir sicher, dass diese Krise der Pandemie einige Fragen rechtlicher Natur für Unternehmen und Bürger aufwerfen wird. Um dies zu bewältigen, brauchen wir eine unabhängige und gut funktionierende Justiz. Es ist wichtiger für Politiker, das zu erläutern. Manchmal scheint dies sehr fern von der Realität des Alltagslebens der Bürger zu sein. Aber es ist ganz klar, wir brauchen unabhängige Richter und auch kompetente Richter. Und sicherlich insbesondere nach einer solchen Krise, die wir durchmachen. Was nun den ersten Präsidenten des höchsten Gerichtes angeht, da wissen Sie, dass Ihre Mandatszeit am 30. April auslaufen wird. Am 16. April hat der Sprecher des Obersten Hofes gesagt, dass gemäß dem Gesetz des Obersten Gerichtes nach dem 30. April die Pflichten des ersten Präsidenten übernommen werden durch den Richter, der das höchste Dienstalter hat, so lange bis ein neuer Präsident benannt wurde. Der Sprecher des Staatspräsidenten hat gesagt, dass nach dem 30. April der Präsident sein neues Recht ausüben wird, gemäß dem neuen Gesetz des Obersten Gerichts. Und es wird ein geschäftsführender erster Präsident benannt werden, der die Aufgabe hatte, die Generalversammlung einzuberufen, um Kandidaten auszuwählen für das Amt des ersten Präsidenten. Meine Damen und Herren, Abgeordnete, Herr Reinders spricht auf Französisch. Das ist natürlich Anlass großer Bedenken und Sorgen. Sie wissen, dass das oberste Gericht die letzte Festung für die Unabhängigkeit in Polen ist, unabhängig der Justiz. Wir werden da sehr darauf aufpassen, was in den nächsten Tagen diesbezüglich geschehen wird.
auf Englisch. Eine weitere besorgniserregende Entwicklung bezieht sich darauf, dass der Verfassungshof von der Regierung überwacht wird, wenn es um die Unabhängigkeit des obersten Gerichtes geht. Insbesondere hat das Verfassungsgericht den Auftrag bekommen, die Verfassungsmäßigkeit der Entschließung vom 23. Januar des Obersten Gerichtes zu prüfen, wo gesagt wird, dass gemäß der Vorabentscheidung des EuGH vom 19. November 2019 neu benannte Richter des Obersten Gerichts, insbesondere diejenigen, die der Außerordentlichen Kammer angehören und der Disziplinarkammer, dass die keine Fälle zugeteilt bekommen. Am 20. April hat das Gericht beschlossen, dass dies null und nichtig war. Ich möchte doch diesbezüglich daran erinnern, dass, was Vorabentscheidungen anbelangt, dass das spezifische Gericht sich an die Anordnung des EuGH zu halten hatte. Die Vorabentscheidungen des EuGH sind rechtsverbindlich für alle nationalen Behörden und Gerichte und müssen vollumfänglich eingehalten werden. Was nun die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichtes angeht, der Standpunkt der Kommission ist wohl bekannt. Gemäß dem begründeten Stellungnahme der Kommission gemäß Artikel 7.1 des Vertrages aus dem Jahre 2017 ist es so, dass die Unabhängigkeit und Legitimität des Verfassungsgerichtes hier gravierend ausgehebelt werden und die Verfassungsmäßigkeit der polnischen Gesetze kann daher nicht mehr effizient garantiert werden. Ich möchte erinnern, gestern gab es eine Videokonferenz des Allgemeinen Rates, dass die Kommission zur Verfügung des Rates steht, um die Diskussion zu diesem Verfahren 7.1 fortzuführen. Die Vorsitzende unterbricht. Bitte kommen Sie zum Schluss, damit dies von und weitergeführt wird, auch was das Europäische Parlament in Ungarn angeht. Frau Vorsitzende, ich möchte noch kurz etwas erwähnen bezüglich der Präsidentschaftswahlen. Ich weiß, dass es da auch Bedenken gibt bezüglich der Absichten der polnischen Behörden, am 10. Mai Präsidentschaftswahlen abzuhalten. Das ist etwas, was ich gestern mit dem polnischen Kommissar für Menschenrechte, Professor Bonner, besprochen. Aber die Mitgliedstaaten müssen entscheiden, ob sie bei dem Wahltermin bleiben oder diese Wahlen verschieben. Wie dem auch sei, ein solcher Beschluss muss auch konform sein mit den Pflichten des Mitgliedstaates gemäß dem Völkerrecht und auch gemäß den verfassungsrechtlichen Vorkehrungen. Es müssen freie und glaubwürdige Wahlen stattfinden können gemäß Artikel 2 des Vertrages der Europäischen Union. Das ist ausschlaggebend, um die demokratische Legitimität der Regierenden zu bekräftigen. Ich möchte betonen, dass der Europarat und die Venedig-Kommission hier einen Leitfaden geben für gute Wahlpraktiken, auch was die Termine angeht und die Bedeutung, dass es hier einen fairen Wahlkampf gibt, wie auch freie und geheime Wahlen. Gemäß den Standards ist es wichtig, dass die demokratische Legitimität der Regierenden stimmt. Diesbezüglich ist es möglich, hier auch ein paar Bemerkungen machen bezüglich der entwickelten Standards und die Möglichkeit eines Wahlkampfes, da kann ich festhalten, dass die OSZE hierzu am 7. April eine Erklärung abgegeben hat in der Erwägung, dass die jetzigen Einschränkungen für die öffentliche Versammlungsfreiheit aufgrund der Pandemie das dazu führt, dass man fast keinen Wahlkampf führen kann. Man ist der Auffassung, wenn die Präsidentschaftswahlen hier tatsächlich stattfinden sollten, dann werden einige internationale Normen nicht erfüllt. Und wir brauchen die Stabilität des Wahlrechts und der Leitfaden der Venedig-Kommission zu den Wahlen sagt, dass die grundlegenden Elemente des Wahlrechts hier nicht geändert werden sollte, mindestens ein Jahr vor den Wahlen. Weitere Änderungen hängen gegenwärtig beim polnischen Senat. Es soll auch eine Briefwahl möglich sein, auch für diejenigen, die außerhalb Polens leben. Abschließend möchte ich sagen, Frau Vorsitzende, dass die Europäische Kommission der Rechtsstaatlichkeit in Polen mit Sorge Rechnung trägt. Es geht auch um die Abhaltung von freien und fairen Wahlen. Das zeigt erneut, dass es dringlich ist, die Lage der Rechtsstaatlichkeit zu besprechen, gemäß den Empfehlungen der Kommission und der Venedig-Kommission. Die Krise der Rechtsstaatlichkeit in
in Polen ist eine politische Angelegenheit. Das ist vielleicht nicht so sichtbar, wie dies sein sollte, aufgrund der letzten Entwicklungen und aufgrund der möglichen Auswirkungen auf das europäische Justizwesen. Die Kommission ist bereit, hier einen Dialog zu führen, in gegenseitigen Respekt, um die Probleme zu lösen. Ich danke dem Herrn Justizminister, dass er heute Morgen zugeschaltet ist. Ich bin auch voll und ganz beschlossen, entschieden, dass das Europäische Parlament und der Libe-Ausschuss auf dem Laufenden gehalten wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin gerne bereit, auf Ihre Fragen zu antworten und Ihre Bemerkungen zu hören. Vielen Dank, Herr Reinders. Zunächst einmal möchte ich alle noch mal daran erinnern, wie wichtig es ist, sich an die Redezeit zu halten. Wir haben einfach nicht so viel Zeit. Ich bitte nun die Vertreterin der kroatischen Ratspräsidentschaft, uns auf den neuesten Stand zu bringen, was die Maßnahmen des Rates angeht. Sie haben jetzt das Wort für maximal 7 Minuten. Ich möchte Sie wirklich bitten, sich an die Redezeit zu halten. Frau Andrassy, sind Sie da? Können Sie mich hören? No, pasamos al siguiente ponente. Un minuto. Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zum nächsten Redner. Vale. Bien, vamos a pasar al siguiente. Nun gut, dann kommen wir zum nächsten Redner, Adam Butner, polnischer Beauftragter für Bürgerrechte. Können Sie uns hören? Herr Butner. Sí, bien. Tiene usted la palabra, por favor, ciñase al tiempo. Bitte schön, Sie haben 7 Minuten Zeit. Ich möchte Sie wirklich bitten, sich an die Redezeit zu halten. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Verehrte Mitglieder des Libe-Ausschusses, verehrte Vorsitzende, Herr Vorsitzender López Aguilar, sehr geehrter Herr Justizminister der Republik Polen, vielen Dank für die Einladung zu diesem wichtigen Thema, zu diesem wichtigen Treffen Ihres Ausschusses. Ich vertrete den polnischen Beauftragten für Bürgerrechte, der zuständig ist für die Bewahrung der Rechte und Freiheiten polnischer Bürger. Ich möchte meine Bedenken zum Ausdruck bringen. Ich möchte zunächst einmal sagen, dass die Pandemie uns im Moment ganz wesentlich beschäftigt. Es hat seit Beginn der Pandemie sehr viel Arbeit gegeben, Empfehlungen, die wir ausgesprochen haben, und 460 individuelle Interventionen, zahlreiche individuelle Fälle wurden an uns herangetragen. Ich möchte jedoch auch unterstreichen, dass es eine klare Verbindung gibt zwischen der Unabhängigkeit der Justiz und der Pandemie. Denn im Zuge von Notfallmaßnahmen, Einschränkungen von Grundrechten und Problemen für Unternehmer und Beschäftigte gleichermaßen ist es umso wichtiger, dass die Rechtmäßigkeit der von den Behörden erfassten Beschlüsse überprüft werden, was nicht zuletzt unsere Aufgabe ist. Und eben auch die Aufgabe der Justiz. Zahlreiche Nichtregierungsorganisationen und andere Gruppen kämpfen für die Unabhängigkeit der polnischen Justiz. Ich danke der Europäischen Kommission dafür, dass sie Stimmen aus der polnischen Gesellschaft Gehör schenken, dass sie das Thema aufgreifen. Ich danke dem Parlament. Ich freue mich, dass die Bemühungen, die Rechte der polnischen Bürger zu verteidigen, respektiert werden und dass das Thema Rechtsstaatlichkeit in Polen hier eine Rolle spielt. Trotz all dieser Maßnahmen und dem Druck ist die Justiz in Polen weiterhin in Gefahr. Und es geht über das Schicksal einzelner Juristen hinaus, sondern es geht um
den Wandel des gesamten Systems in Polen hin zu einer illiberalen Demokratie, was meines Erachtens nicht nur eine Gefahr für Polen darstellt, sondern für die gesamte Europäische Union. Die Verabschiedung des Maulkorbgesetzes. Nun ist Herr Bodnar weg und Frau Andrassy erscheint. Ja, offensichtlich gibt es ein Verbindungsproblem. Wir werden jetzt mal schauen, ob wir Herrn Bodnar wieder auf den Schirm bekommen. Da ist Herr Bodnar. Ja, kann ich fortfahren? Sagt Herr Bodnar. Gut, also ich sagte gerade, dass die gesamte Situation eine Gefahr darstellt. Nicht nur für Polen, sondern für die Europäische Union als Ganzes. In einer jüngsten parlamentarischen Debatte wurde gesagt, dass das Ganze zu einem rechtlichen Polexit führen könnte, nämlich dass Polen zwar nominell noch mit EU-Mitglied ist, aber nicht mehr an der Entscheidungsfindung und an der Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten teilnimmt. Also wenn zum Beispiel europäische Haftbefehle nicht mehr ausgeführt werden und nicht mehr Auslieferungsbefehle nicht mehr erfüllt werden, dann ist das ein gutes Beispiel dafür, dass die ersten Schritte in diese Richtung schon stattfinden. Ich möchte zum Vorabentscheid der Disziplinarkammer noch etwas sagen. Diese Interimmaßnahme ist verbindlich für alle staatlichen Behörden, wurde vom ersten Präsidenten des obersten Gerichtes schon umgesetzt. Interessanterweise ist es jedoch so, dass der Premierminister bereits angekündigt hat, dass er Bestimmungen für die Anwendung dieser Vorabentscheidung auf das Verfassungsgericht in Frage stellt. Wir wissen auch nicht, ob die Stellungnahme zur Disziplinarkammer auch weiterhin aufrechterhalten wird. Das ist also sehr wichtig, auch in Bezug auf die Wirksamkeit der EU-Gesetzgebung und Rechtsprechung. Denn wenn eine solche Verpflichtung hier ergeht, dann muss die auch berücksichtigt werden, dann muss die auch respektiert werden. Zweiter Punkt ist das sogenannte Maulkorbgesetz, was die Redefreiheit von Richtern einschränkt, die Möglichkeit, EU-Gesetzgebung direkt anzuwenden, einschränkt. Die Disziplinarmaßnahmen gegen Richter sind damit gestärkt. Dieser Mechanismus wird wesentlich politischer gestaltet. Dadurch eine Reihe von Institutionen haben starke Bedenken angemeldet, insbesondere auch der Berichterstatter für die Unabhängigkeit der Justiz der Vereinten Nationen, die Venedig-Kommission, der Hohe Kommissar für Menschenrechte des Europarates und Vertreter der EU. Die Reaktion der Europäischen Kommission kam mir jedoch recht milde vor bisher. Frau Jourova war in Polen, hatte großes Interesse an diesem Thema gezeigt, aber die Kommission hat keine Vertragsverletzungsverfahren angestrengt auf dieser Grundlage. Ich denke, das ist die einzige Methode, auf dieses Gesetz zu reagieren. Dritter Punkt. Die rechtliche Situation nach der Auflösung der Freien Kammern des obersten Gerichtes, also Richter, die vom Nationalen Justizrat oder vom Landesrat für Gerichtswesen zuvor benannt worden waren. Das war eine der wichtigsten Ereignisse in der polnischen Justiz. Ich glaube jedoch, dass jetzt die Bedeutung dieser Entscheidung unterminiert wird.
Ich selber habe meine Erklärungen vorgelegt und Anträge ebenfalls eingereicht. Denn einige der aktuellen Richter waren noch vor kurzem im Parlament. Jetzt sind sie auf einmal Richter im Verfassungsgericht. Meines Erachtens sollten sie an diesen Verfahren nicht teilnehmen, weil sie direkt an der Justizreform in Polen beteiligt waren. Nächster Punkt, die Situation des Landesrates für Gerichtswesen. Die Vorsitzende unterbricht. Bitte kommen Sie zum Schluss. Ja, wir wissen bereits, dass der Justizminister beteiligt war an der Erstellung dieser Liste von Kandidaten. Aber es gibt immer noch keine legislativen Änderungen. Abschließend möchte ich noch sagen, dass Präsidentschaftswahlen natürlich sehr wichtig sind. Die Entscheidung, die Abstimmung auf die Art und Weise stattfinden zu lassen, verletzt mehrere Verfassungsgrundsätze. Ich denke nicht, dass aktuell Wahlen organisiert werden sollten. Aber besonders wichtig ist, dass die Gültigkeit von Wahlen durch die Kammer für außerordentliche Fälle und öffentliche Angelegenheiten beurteilt wird. Vor kurzem hieß es, dass nur bestimmte Richter hier beteiligt sein sollten und dass andere aufgrund dieses unklaren Nominierungsprozesses nicht beteiligt werden sollten. Ich denke jedoch, dass es eines der zentralen Elemente der aktuellen Debatte ist und dass dem mehr Augenmerk geschenkt werden sollte. Trotz des Druckes von Seiten der Europäischen Union und der mutigen Maßnahmen polnischer Richter, um die polnische Verfassung zu schützen, sehen wir eine Unterwanderung der Rechtsstaatlichkeit. Und das betrifft eben nicht nur Polen, sondern auch die EU als Ganzes, weil wir eine Wertegemeinschaft sind. Zweitens. Der Status dieser außerordentlichen Kontrollkammer muss unbedingt auf den Prüfstand gestellt werden und es muss klar sein, dass das erste Ziel der polnischen nur noch ein Satz. Also die erste Verpflichtung der polnischen Stellen ist die Umsetzung der EU-Gesetzgebung. Und dazu gehört eben auch das, was erst kürzlich vom EuGH gekommen ist. Vielen Dank, sagt die Vorsitzende, Herr Bodnar, für Ihren Beitrag. Wir haben nun einmal beschränkte Zeit zur Verfügung. Deswegen bitte ich Sie wirklich noch einmal eindringlich darum, Ihre Redezeit zu respektieren. Frau Andrassy, sind Sie nun bei uns? Herzlich willkommen. Sie haben für 7 Minuten das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Tut uns leid, dass wir diese technischen Probleme mit der Verbindung hatten. Verehrte Mitglieder, Kommissar Reynders, darf ich gleich eingangs sagen, dass die Rechtsstaatlichkeit eine wichtige Rolle für unsere Demokratie spielt, wie wir in unserem strategischen Dokument und unserer strategischen Tagesordnung der Ratspräsidentschaft deutlich gemacht haben, ist die Rechtsstaatlichkeit ein Grundpfeiler der Funktionsweise unseres gesamten Systems. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung als EU-Institutionen und Mitgliedstaaten dafür zu sorgen, dass die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit gestärkt wird, dass dies verbleibt, dass dies weiterhin der Grundpfeiler für alle Maßnahmen ist, gerade im Kontext der Covid-19-Pandemie. Es ist ein noch nicht dagewesener Fall. Viele Mitgliedstaaten müssen jetzt schnell handeln, um die Gesundheit der Bürger zu schützen. Wir wissen, dass das Auswirkungen auf das Alltagsleben der Bürger hat.
Und hier müssen wir sehr aufmerksam sein, denn es ist wichtig, dass diese Maßnahmen verhältnismäßig sind, dass sie zeitlich begrenzt sind, dass sie einer Kontrolle, einer regelmäßigen Kontrolle unterworfen sind und dass sie mit Grundrechten und rechtsstaatlichen Prinzipien vereinbar sind. Wir begrüßen die vom Parlament am 17. April verabschiedete Entschließung, in der diese gleichen Prinzipien angesprochen werden, bestärkt werden. Dies liegt auch der Arbeit des Rates in den vergangenen Wochen zugrunde. Alle Maßnahmen werden von Kommission und Mitgliedstaaten regelmäßig überprüft. Wir haben auch Gelegenheit in Videokonferenzen mit den Justizministern Gelegenheit gehabt, diese Gespräche zu führen. Gestern waren die Europaminister zusammengekommen, um über die verschiedenen Maßnahmen in den Mitgliedstaaten und den verschiedenen Sektoren zu sprechen. Und die Justizminister haben über die für das, den Rechtsrahmen und den Justizrahmen relevanten Elemente zu sprechen. Die Unabhängigkeit der Justiz wurde hier als ganz wesentlich gemeinsam mit der Rechtsstaatlichkeit genannt, denn es ist ein Garant für die Funktionsweise unseres Rechtsrahmens in der EU. Das heißt also, dass nationale Justizreformen immer EU-Gesetzgebungen respektieren müssen und eine Kontrolle möglich sein muss. Artikel 7 unseres Verfahrens in Bezug auf Polen bleibt aktuell im Rat. Es gab 3 Anhörungen im Juni, September und Dezember 2018, nachdem das Verfahren im Februar 2018 ausgelöst wurde. Das Ganze im Rat für allgemeine Angelegenheiten. Danach wurde der Rat weiter über die Fortentwicklung der Situation informiert. Und der Stand der Dinge wurde dann im Laufe des Jahres 2019 regelmäßig weiter diskutiert im Rat für allgemeine Angelegenheiten. Das Verfahren nach Artikel 7 stand auch weiterhin auf der Tagesordnung, auch zuletzt auf der Tagesordnung des Rates am 25. März. Aber aufgrund der gesundheitlichen Lage und der Pandemie konnte diese Sitzung nicht stattfinden und deswegen auch die entsprechenden Gespräche nicht geführt werden. Die Notlage ist leider weiterhin nicht überwunden, deswegen können die Sitzungen nicht wie geplant stattfinden. Wir bemühen uns, die Treffen über Videokonferenzen abzuhalten und da können also dringende Fragen besprochen werden. Darf ich zum Abschluss noch sagen, dass der Rat weiterhin dran bleibt, weiterhin befasst ist über das Artikel 7 und über andere Formen des Meinungsaustausches. Ich möchte Kommissar Reynders noch einmal dafür danken, dass er an beiden Videokonferenzen gestern der jeweiligen Ratsgruppen teilgenommen hat und wir werden Sie weiterhin über den Stand unserer Gespräche auf dem Laufenden halten. Präsidentschaft und Rat als Ganzes bemühen sich um die Aufrechterhaltung dieser Werte, auch in dieser schwierigen Zeit der Pandemie. Und ich kann Ihnen zusichern, dass wir die Stellungnahmen, die heute hier in dieser Aussprache geäußert worden sind, berücksichtigen werden. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen konstruktive weitere Gespräche und hoffe, dass wir alle
zu guten Ergebnissen kommen werden. Und wir heute diesen Meinungsaustausch berücksichtigen können in unseren weiteren Maßnahmen und Aktivitäten. Vielen Dank noch einmal von Seiten der kroatischen Ratspräsidentschaft. Und wir werden die Sache weiter fortführen. Vielen Dank. Es gab einen starken Hall. Es war ziemlich unangenehm, das zu verdolmetschen. Como ustedes bien saben, tenemos... Ja, Sie wissen, dass die Zeit knapp ist. Zunächst werden sich die Koordinatoren des Ausschusses zu Wort melden. Zunächst einmal die Koordinatorin der EVP, Frau Roberta Metsola. Sie haben das Wort für 2 Minuten. Danke, Frau Vorsitzende. Ich danke all den Rednern, die sich heute zugeschaltet haben. Ich wiederhole nochmals, wir machen uns wirklich große Sorgen darüber, was in Polen vor sich geht, dass ich nicht nur als Koordinatorin meiner Fraktion in diesem Ausschuss, sondern auch als ständige Schattenberichterstatterin zum Verfahren Artikel 7 Polen gegenüber. Anstatt jetzt Polen zurück in den Schoß, in das Herz der europäischen Familie zu führen, ist es so, dass die jetzigen Regierungs Führer versuchen, die Institutionen zu instrumentalisieren, zu Lasten der Werte und der Praktiken, die uns in der Europäischen Union sehr am Herzen liegen. Wir haben bereits große Vorbehalte zum Ausdruck gebracht bezüglich der Auswirkungen des Massel-Gesetzes, das vorschreibt, dass die Richter ihre Mitgliedschaft in allen Verbänden kundtun müssen, auch Richterverbänden. Sie müssen ihre Ämter in gemeinnützigen Organisationen angeben und Mitgliedschaft in Parteien, bevor sie Richter wurden. Ombudsmann Bodnar hat dies ja in seinen Äußerungen gesagt. Aber könnten Sie das vielleicht etwas vertiefen, wie dieses Massel-Gesetz letztendlich umgesetzt wird und welche Verästelungen es da gibt gemäß Artikel 11 des EuGH und Artikel 12 der Charta der Grundrechte? Diese beiden Artikel schützen die Versammlungsfreiheit. Nun zu den Wahlen in Polen. Da möchte ich Herrn Bodnar fragen, können denn die Wahlen hier von einer Kammer überwacht werden? Sollte dies der Fall sein, sind es tatsächlich freie und unabhängige Wahlen? Können wir denn davon ausgehen in einem EU-Mitgliedsland? Welche Maßnahmen werden denn ergriffen, um zu gewährleisten, dass die Stimmabgabe der Bürger auch geheim ist? Es wurden ja die Stimmzettel schon gedruckt. Dann noch eine Frage an Minister Ziobro. Polnische Richter werden von Regeln eingeschränkt, die ihre Unabhängigkeit aushebelte. Es geht ja bereits schon darum, dass es da Disziplinarverfahren geben sollen, sollten Richter sich an den EuGH für eine Vorabscheidung wenden. Am 8. April haben wir gesehen, was der EuGH gesagt hat bezüglich der Disziplinarkammer. Aber können wir dann etwas mehr erfahren darüber, was denn mit dieser einmonatigen Frist für die Einhaltung vorgesehen ist? Wie sieht es denn aus mit diesen Disziplinarregeln und Verfahren? Dankeschön, Frau Metsola. Für die S&D-Fraktion ist Frau Birgit Sippel dran. Bitte schön. Hören Sie mich? Herzlich willkommen. Mrs. Sippel. Frau Sippel, können Sie mich denn hören? Oh. Yes. Mrs. Sippel. In Poland are not only under threat, they are. Also, da gibt es nicht nur eine Bedrohung. Staatlichkeit werden in Polen immer weiter eingeschränkt. Und ich finde es erschreckend, dass wir wieder einen Vertreter der polnischen Regierung gehört haben, der uns 18 Minuten unserer Zeit gekostet hat, ohne konkret auf die Veränderungen der letzten Tage und Wochen einzugehen, mit alten Anekdoten zu argumentieren, die für sich genommen Einzelfälle sind und selbst wenn sie stimmen, keine Rechtfertigung für diese Reformen sind, die wir in den letzten Monaten erlebt haben. Ich finde es fast schon lächerlich, dass diese Regierung jeden Tag über Demokratie und Rechtsstaatlichkeit lästert, die Justiz schlecht redet, Richter persönlich angreift, um die so selbst erzeugte Unzufriedenheit dann zu nutzen, weitere Veränderungen der Justiz und Verschlechterungen der Justiz hinzunehmen. Ich finde das unerträglich und ich spare mir weitere Fragen an den Minister. Ich bin aber auch enttäuscht von den Äußerungen eines Herrn Reinders. Im Ernst?
Es ist an den Mitgliedstaaten zu entscheiden, wann sie ihre Wahlen stattfinden lassen. Natürlich, aber diese Entscheidungen müssen nicht nur internationalen Standards folgen, sondern sie müssen natürlich auch die eigenen polnischen Regeln und die polnische Verfassung in diesem Falle folgen. Und das genau ist eben nicht gegeben. Und ich hätte mir da klarere Grundlagen von Ihnen gewünscht. Denn wenn Frau Metzola zu Recht fragt, ob denn überhaupt unabhängige Wahlen notwendig und möglich sind, das sind sie nicht. Der amtierende Präsident ist täglich im Fernsehen, während andere Kandidaten keine Chance haben, ihre Kampagne durchzuführen. Und die Frage der Briefwahl, die in mehreren Änderungen immer wieder eingebracht worden ist, auch dies ist unsäglich. Und offenbar sind auch die ganzen Verfahren in der Hand des stellvertretenden Premierministers. Und die Wahlkammer hat keinen Einfluss mehr darauf, was da passiert. Insofern hätte ich mir ein klareres Statement gewünscht. Auch die Stellungnahme des Rates ist wie immer wischiwaschi. Wir sind nicht mehr in der Lage, dass wir miteinander reden. Der Worte sind genug gewechselt. Rat und Kommission müssen endlich klare Schritte tun und Konsequenzen ziehen aus dem, was wir in Polen und leider auch in anderen Ländern erleben. Eine Frage vielleicht noch an den Ombudsmann. Mich würde interessieren, welche Möglichkeiten gibt es, zum jetzigen Zeitpunkt noch Einfluss zu nehmen, faire Wahlen zu ermöglichen? Und können Sie uns auch etwas sagen zu der Frage von LGBTI-freien Zonen? Und wie ist Ihre Bewertung, wie wirkt sich das in der Praxis aus, wenn ständig von LGBTI-Ideologie gesprochen wird? Vielen Dank. Danke schön. Für die Renew-Fraktion hat Frau Inertfeld das Wort. Bitte schön. Danke, Frau Vorsitzende. Ich hoffe, dass Sie mich gut hören können. Ich habe den Ausführungen des polnischen Ministers zugehört und da schwanke ich zwischen einem Theaterstück und Propaganda. Also 18 Minuten hier Ausführungen über Richter. Ich glaube, wir sollten das klipp und klar sagen. Wir haben viele Jahre lang das analysiert. Es gibt Urteilssprüche des EuGH. Es gibt Erklärungen des Parlaments, des Europarates, der Kommission, des Europäischen Parlaments, des Europäischen Netzes, der Richter, der Venedig-Kommission. Das ist doch allbekannt. Wir möchten nicht über die Details sprechen. Die Justiz in Polen ist nicht mehr unabhängig. Die Wahlen werden nicht frei und fair erfolgen. Polen genügt nicht den Kopenhagener Kriterien. Wir haben da wirklich eine massive Krise der Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union. Die Frage stellt sich nun, wie denn die Institutionen der EU darauf reagieren werden. Das Parlament und Kommission haben sich positioniert, aber was macht denn der Rat? Ich habe dem Ratspräsidenten zugehört und sagt, ja, der Rat misst der Rechtsstaatlichkeit oder große Bedeutung bei und so weiter. Aber was wird denn der Rat tun? Ignorieren Sie denn die Situation in Polen? Sie ignorieren die Situation in Ungarn und greift über auf die Europäische Union und hebelt dann unsere Rechtsunion aus. Ich hätte ganz klare Antworten vom Kommissar und vom Herrn Minister. Wird dann die polnische Regierung sich an diese einstweilige Verfügung des EuGH halten oder nicht? Wenn Polen sich nicht daran halten wird, was wird denn die Kommission letztendlich tun? Welche Maßnahmen werden denn da ergriffen werden? Und zweite Frage an die Kommission. Wir haben festgestellt, dass die Covid-Krise dazu geführt hat, dass die Kommission die Bedingungen und die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes geändert hat. Glauben Sie denn nicht, dass eine Rechtsstaatlichkeitskrise auch verdienen würde, dass hier vorläufig die Regeln geändert werden? Da es ja recht schwierig ist zu erläutern, weshalb die polnische Regierung viele Gelder bekommt, die im Grunde eigentlich nur die korrupte Regierung unterstützt, wo wir doch eigentlich NGOs unterstützen sollten, die freien Medien unterstützen sollte. Wäre die Kommission bereit, hier einmal die Konditionen und die Bedingungen zu beleuchten und vielleicht einen Sonderkrisenfonds einzurichten, um die Demokratie zu unterstützen zu diesen Zeiten, wo es die Krise der Rechtsstaatlichkeit gibt? Dankeschön für die Idee. Fraktion hat Herr Nicola Bay das Wort. Sind Sie denn zugeschaltet? Hören Sie mich? No, not connected. No, está conectado. Nein, scheint nicht der Fall zu sein. Damit kommen wir zur Vertreter der Grünen, Frau Rindke, sind Sie denn zugeschaltet? Hören Sie mich? Gut? Sie haben das Wort. Let me start by saying, eingangs möchte
ich Ihnen allen sage, dass ich hoffe, dass Sie wohlauf sind. Von ganzem Herzen wünsche ich das. Bevor ich nun zu meiner Frage komme, möchte ich zwei Bemerkungen abgeben. Und das zeigt meinen Frust, den ich nun schon seit ein paar Jahren hege. Wenn wir in diesem Dialog über die Lage in Polen sprechen, da gibt es zwei Strategien, um auf Kritik zu reagieren. Und wir haben das heute erneut miterlebt. Im Grunde, die Situation war früher noch viel schlimmer und es ist die Schuld der Opposition. Die zweite Strategie ist es, da stückweise über und teilweise über die Situation der Justiz in anderen Mitgliedstaaten zu sprechen und sagen, das, was in Polen der Fall ist, ist auch anderweitig der Fall. Das funktioniert nicht. Wir brauchen eine konkrete Antwort auf diese Krise. Also nicht nur Parlament und Kommission, aber auch die Venedig-Kommission und viele andere internationale Menschenrechtsgremien. Ich möchte wirklich die polnische Regierung bitten, sich darauf zu konzentrieren und Klartext zu sprechen. Ich hätte gerne eine Frage an Herrn Kommissar gestellt zu einigen Punkten. Sie sprachen von den Präsidentschaftswahlen. Ich glaube, es wäre interessant für uns einmal zu hören, was denn die Kommission anstatt dem Dialog noch machen kann, sollten diese Wahlen stattfinden. Dann zweitens, diese Disziplinarkammer. Ist die Kommission damit einverstanden, dass die jüngste Entscheidung des Verfassungsgerichts nicht der Entscheidung des EuGH entspricht? Was tun wir da? Es wurde ja die Primärstellung des Unionsrechts angesprochen. Das ist ja die Grundlage dieses gesamten Projektes. Meine Frage an die Kommission, was wird denn getan, um hier auch die Anordnung des EuGH einzuhalten. Und dann gibt es doch besorgniserregende Vorschläge im polnischen Parlament bezüglich des Sexualunterrichts und Einschränkung des Abtreibungsgesetzes. Ist das denn gemäß der Kommission eine Einschränkung der Grundrechte? Sie wissen, dass die polnischen Bürger europäische Bürger sind. Sie genießen Rechte. Und abschließend möchte ich dazu sagen, dass ich wirklich allen polnischen Bürgern danke, die sie für Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte einsetzen. Die Lage ist schwierig. Wir beobachten das und unterstützen sie vom Europäischen Parlament aus. Dankeschön. Wir werden jetzt versuchen, den Herrn Nicola B. von der ID-Fraktion zu uns zugeschaltet zu bekommen. Hören Sie uns denn? Bien, vamos a seguir. Nein. Dann kommen wir zum Vertreter der EKR. Scheint auch nicht zu klappen. Herr Jaki, herzlich willkommen. Sie haben das Wort. Dankeschön, werte Abgeordnete. Normalerweise ist es so, dass man in den Diskussionen über Polen viele Dummheiten und Lügen geäußert werden. Ich habe nicht die Zeit, das alles zu berichtigen. Es wird gesagt, dass die Regierungsmitglieder benannt worden sind und Richter geworden sind. Wann? Das ist absurd. Dann zweite Erklärung. Die Regierung benennt die Richter. Aber man sollte vielleicht einmal dies prüfen, bevor diese Anschuldigung gemacht wird. Der Justizminister ist Mitglied des Nationalen Justizrates, wie das immer der Fall war. Drittens, es wurde gesagt, es gibt Disziplinarverfahren gegenüber von Richtern. Sie beziehen sich auf diese Vorabentscheidung. Wahrscheinlich wissen Sie nicht, dass es ein Urteil des Gerichtshofes gibt. Da wurde auch diese Anzeige der polnischen Richter zurückgewiesen. Dann gibt es hier diese Wahlen, die Demokratie zu gefährden. Bei den letzten Wahlen in Deutschland haben 10 Millionen Bürger so abgewählt. Und während der Pandemiekrise in Bayern gab es ja auch Briefwahl. Ja, was denn? Kann das Deutschland denn machen und Polen nicht? Aufgrund welches Artikels eines Vertrages? Und dann möchte ich daran erinnern, da wir ja kein Gesetz haben bezüglich des Sexualunterrichts und der Abtreibung, das sind Bürgerinitiativen, die noch nicht in Gesetze gefasst worden sind. Minister Ziobro hat ganz klar erklärt, dass das Justizsystem auch dem Spanischen voll und ganz entspricht. Es wurde dann gesagt, dass es in Spanien Auswahlverfahren gibt. Ja, auch in Polen gibt es diese Auswahlverfahren und Ausschreibungen für Richter.
Kommissar Reinders hat dann einige Punkte aufgezählt. Aber dann sollten Sie uns vielleicht die Gesetze schicken und wir wenden die dann an. Wozu dient denn dann das polnische Parlament? Sie bezogen sich auf die Urteilssprüche des EuGH. Aber weshalb haben Sie denn nicht erwähnt, dass das Urteil sagte, dass man den Status der Richter, die vom Präsidenten benannt worden sind, nicht in Frage stellen kann? Sie sollten sich doch positionieren. Ich habe sehr viel Absurdes gehört. Sie alle glauben und denken, dass Sie Polen besser als die Polen kennen, nur aufgrund irgendeines Briefings, was Sie bekommen haben. Also das sollte doch berichtigt werden. Intentamos de nuevo la conexión con Nicolás. Wir versuchen noch einmal, Verbindung mit Nicola Mill aufzunehmen. Sind Sie verbunden? Das scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann lassen wir es, Frau Daly, für die GUE. Die ist nicht etwa verbunden, sondern die ist tatsächlich körperlich anwesend. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, ich finde die Beiträge heute Vormittag ziemlich unglaublich. Also ich bin immer noch ganz schockiert von dem, was ich gerade vom polnischen Minister gehört habe. Also dass wir uns hier 10 Minuten lang bizarre Geschichten anhören mussten von Bohrmaschinen stehlenden Richtern. Also da bin ich immer noch ganz perplex, dass ich mir das gerade anhören musste. Wie auch immer, es entschuldigt und rechtfertigt ganz sicherlich nicht, was gerade in Polen passiert. Und eine Situation, wo Richter, die versuchen, Urteile des EuGH umzusetzen, Disziplinarverfahren unterzogen werden. Also das kann ja wohl gar nicht sein. Die haben keine Bohrmaschine gestohlen. Artikel 7 läuft jetzt seit Jahren, hat aber überhaupt nichts geändert. Das Maulkorbgesetz ist nicht nur ein Problem für Richter, sondern ist auch noch begleitet worden von einer Schmierkampagne in der Öffentlichkeit gegenüber den Richtern. Auch ein irischer Richter wurde brutalst angegriffen und Schimpf und Schande überzogen wegen dem Versuch, EuGH-Gesetzgebung anzuwenden. Da schreckte man dann auch nicht zurück vor sexuellen Innuendos und dass ihr privates Leben in die Öffentlichkeit gezerrt wurde. Also das ist alles nichts Neues. Wir kennen solche Kampagnen. Die Frage ist jedoch, wie die Kommission jetzt davon umgeht. Eine sehr unfaire Wahl steht uns hier ins Haus aufgrund der starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Covid-19-Pandemie. Und deswegen ist also die Legalität dieser Wahl wirklich in Frage zu stellen. Diese Situation ist untragbar. Ich wüsste gerne, was Sie darüber denken. Ich wüsste auch gerne, was die Kommission tun wird, was diese neuen Gesetze angeht, die gerade durchs Parlament gepeitscht werden, zur Kriminalisierung von sexueller Aufklärung und Abtreibung. Dies sind schwere Menschenrechtsverletzungen. Das kann man nicht einfach tatenlos hinnehmen. Und schließlich wüsste ich noch schnell gerne vom Ombudsmann, was seiner Meinung nach in dieser Situation passieren sollte. Vielen Dank, Frau Daly. Ein letzter Versuch, Herrn Bay. Nein, hat nicht funktioniert. Er ist nicht mit uns verbunden. Gut. Jetzt haben die Redner noch einmal Zeit zu antworten. Herr Jobro, der Justizminister darf als erstes regieren. Sie haben 5 Minuten Redezeit. Bitte diese Redezeit respektieren. Herr Jobro, sind Sie überhaupt da? Me pueden escuchar? Hören Sie mich? Ja. Ich bin da. Also Punkt 1. Minister Jobro musste uns verlassen, weil er andere Verpflichtungen hatte. Es geht hier um die Bekämpfung des Coronavirus. Es gibt dafür eine Sondertruppe. Deswegen musste er diesen wichtigen Arbeiten beiwohnen und musste gehen. Dann zu diesen Vorabentscheidungen. Da gibt es kein einziges Disziplinarverfahren, was damit zusammenhängt. Es gibt einen Fall, der im Moment vor dem obersten Gerichtshof ist und
Dieses Verfahren wurde vom ersten Vorsitzenden, Herrn Gerstorf, gegen Herrn Zarasiewicz ausgelöst. Da ging es um die Frage, ob es zulässig ist, willkürlich Richter auszuschließen, die vom Demokratischen Rat eingesetzt worden sind, um andere zu ersetzen. Dieses Disziplinarverfahren läuft im Moment, aber es gibt kein einziges Disziplinarverfahren gegen diejenigen, die Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH stellen. Zweiter Punkt, der Ombudsmann, Herr Bodnar, hat hier irreführende Aussagen gemacht. Es ist nicht wahr, dass hier eine strafrechtliche Verfolgung oder eine Kriminalisierung dieser Schritte von Juristen stattfindet. Nein, es geht um diejenigen, die wirkliche Rechtsbrüche begehen. Können Sie sich vorstellen, dass in irgendeinem Gesetz den Richtern quasi Narrenfreiheit zuerkannt wird und dass keine Rechenschaftspflicht besteht? Würden Sie sich eine solche Situation vorstellen können, wo ein Richter einfach eine Verfassungsinstanz oder auch die Anwendung des Gesetzes aussetzen könnte, Anarchie und Chaos in Ihrem Land? Würden Sie das zulassen? Bitte antworten Sie auf diese Frage. Es geht darum, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Das ist kein Maulkorbgesetz, sondern es geht darum, die Rechtsstaatlichkeit in Polen zu schützen. Nächste Frage. Ombudsmann Bodnar sprach etwas anderes an, eine weitere Lüge, nämlich dass die Verfassungsrichter ehemalige Abgeordnete gewesen seien. Ja, sie waren es, aber wenn man sich die Lebensläufe zahlreicher Oppositionspersönlichkeiten angeht, das gilt, da ist genau das Gleiche. Da gab es mehrere, die waren Senatoren oder Abgeordnete und sogar Minister und haben später ein Richteramt übernommen im gleichen Gremium. Auch bei Herrn Niemcevic ist es so. Ebenfalls früherer Abgeordneter. Also bitte überprüfen Sie Ihre Quellen. Dann, was den Beschluss zu Artikel 145 angeht, Entscheidung des Präsidenten zur Benennung von Richtern des obersten Gerichtshofes nicht in Frage gestellt werden können. Dann hat es aber einen Versuch zur Anarchie gegeben von einer Reihe von Richtern, die sich selbst als außerordentliche Gruppe beschrieben haben. Sie haben mit der Opposition zusammengearbeitet und haben angefangen, den Status anderer gewählter Richter in Frage zu stellen, haben die Zuständigkeiten der Staats- und Regierungschefs in Frage gestellt. Das mussten wir unterbinden. Aber es geht nicht um die Behinderung der Unabhängigkeit der Justiz. Ganz im Gegenteil, Sie waren es, die diese Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr gebracht haben. Es gibt kein einziges Modell, das dem entspricht in der EU. Wir haben 30 Tage, um zu antworten, haben Sie gesagt. Dieser Status ist in den letzten Urteilen des Verfassungsgerichtes anerkannt worden, das das letzte Wort hat. Im Jahre 2011 war das. Und da wurde recht klar gesagt, dass die polnische Verfassung auf polnischem Hoheitsgebiet Vorrang hat vor EU-Gesetzgebung. Also dieses Thema ist bereits abgehandelt worden und jetzt sollten wir uns vielleicht mal mit den echten Fragen auseinandersetzen, nämlich Bekämpfung
Das Coronavirus, ich höre viel von unseren Freunden in Italien. Die Vorsitzende unterbricht. Es tut mir leid, wir müssen Ihnen jetzt leider das Wort abschneiden. Sie können uns die weiteren Antworten bitte schriftlich schicken und dafür danken wir Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank. Wir müssen an dieser Stelle die Verbindung unterbrechen, aus Zeitgründen. Very highly paid by, let's say, 50%. Also, der Vertreter Polens spricht weiter, wurde jetzt aber unterbrochen. Die weiteren Redner möchte ich noch einmal auffordern, sich kurz zu fassen. 2,5 Minuten Zeit und alles, was Sie jetzt nicht sagen können, können Sie uns gerne schriftlich zugehen lassen. Das Gleiche gilt auch für das polnische Justizministerium. Damit nichts unbeantwortet bleibt und Sie nicht das Gefühl haben, dass Sie nicht zu Wort gekommen sind. Herr Reinders, sind Sie bei uns? Ja, da bin ich. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ich danke den Abgeordneten des Europäischen Parlaments für ihre Wortbeiträge. Sie fragten hauptsächlich nach konkreten Handlungsmöglichkeiten. Zunächst einmal möchte ich daran erinnern, dass die Vertragsverletzungsverfahren, auf die zahlreiche Abgeordnete verwiesen haben, von der Kommission ausgelöst sind. Es ist also die Kommission, die das Ganze leitet und die Entscheidung des Gerichtshofes muss von den polnischen Behörden akzeptiert werden. Alle Disziplinarverfahren müssen ausgesetzt werden. Wenn dies nicht geschieht, dann gibt es verschiedene Handlungsmöglichkeiten, unter anderem die Zahlung von Summen. Aber im Moment sind wir immer noch in dieser 30-Tage-Periode, die wir abwarten, ob dieses Urteil auch wirklich umgesetzt wird. Was das Small Corp Gesetz angeht, sind wir bereit, im Kollegium Maßnahmen zu ergreifen. Die Analyse ist durchgeführt worden. Das heißt, dass die Kommission sich schnell zu möglichen Verfahren äußern kann. Was die Wahlen angeht, glaube ich, dass ich eigentlich recht deutlich war. Im Moment ist der Ball beim polnischen Senat. Natürlich haben wir eine ganze Reihe von Bedenken zur Abhaltung von Wahlen am 10. Mai. Und ich habe gestern auch nochmal der Ratspräsidentschaft bei der Aussprache des Rats für allgemeine Angelegenheiten deutlich gemacht, dass wir bereit sind, an einem neuen Gespräch auf Grundlage des aktuellen Verfahrens nach Artikel 7 bereit sind. Denn es ist wichtig, dass wir gemeinsam mit dem Rat die Situation analysieren. Dies ist nicht nur problematisch, was die Durchführung der Wahlen selber angeht, sondern auch was die Wahlkampagne angeht, die fair und ausgewogen sein sollte, was im Moment einfach nicht gegeben ist in der aktuellen Situation. Es gibt eine Reihe Gesetzesentwürfe, zum Beispiel was das Abtreibungsrecht angeht, aber auch andere Aspekte des öffentlichen Lebens in Polen. Hier arbeiten wir mit der Zivilgesellschaft zusammen, um zu schauen, wie wir verhindern, dass weitere Grundrechtseinschränkungen stattfinden. Und besonders wachsam muss man natürlich in der aktuellen Krisenperiode sein. Aber diese Themen sind bei uns in Arbeit, auch wenn Sie durchaus, glaube ich, auch wissen, dass die EU-Zuständigkeiten hier relativ eingeschränkt sind. Aber die Charta der Grundrechte ist hier immer ein guter Bezugspunkt. Dann hieß es, dass gab es Fragen zu konkreten Maßnahmen, Finanzierung. Die Kommission hat eine Konditionalität im Rahmen des MFR vorgeschlagen und wir würden uns wirklich wünschen, dass diese Konditionalität, was den Respekt der Rechtsstaatlichkeit, also die Rechtsstaatlichkeitsklausel, im Rahmen der Gespräche über den MFR wirklich eingeführt wird mit einer umgekehrten qualifizierten Mehrheit, was den Verfahren größere Wirksamkeit einräumen würde. Es gibt also eine ganze Reihe von Maßnahmen, die die Kommission ergreifen kann. Besonders wirksam ist das Ganze natürlich, wenn es vom Europäischen Parlament unterstützt wird. Jetzt ist die Verbindung, die ohnehin sehr schlecht war, abgebrochen. Ja, wenn der Kommission weiteres hinzufügen kann, kann er das schriftlich tun. Wir sind gezwungen, so vorzugehen, weil unsere Zeit nun einmal
gezählt ist. Frau Andrassy, sind Sie bei uns? Dankeschön, Sie haben das Wort. Ja, wir sind da. Ich danke allen für diese Gespräche. Der Rat befasst sich weiterhin mit dem Thema. Wir werden unsere Meinungsaustausche mit Mitgliedstaaten weiterführen und die Überwachung der Situation in den Mitgliedstaaten, die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Und wir möchten den Dialog, der bereits mit der Kommission und den Mitgliedstaaten inklusive Polen existiert, weiter fortführen. Wir hoffen, dass dieser Dialog Früchte bringt und wir Lösungen finden können. Noch einmal vielen Dank. Wie gesagt, wir bleiben dran und bleiben auch mit Ihnen im Parlament in Kontakt und werden Sie weiterhin über Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Vielen Dank. Ja, danke an Sie. Herr Adam Bodnar, sind Sie bei uns? Tiene usted la palabra. Dos minutos. Ja, Sie haben für 2,5 Minuten das Wort. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse an Menschenrechtsfragen in Polen. Ich kann mich da kurz fassen. Zunächst einmal ist es natürlich so, dass der Zwang zur Offenlegung der Teilnahme an dem Justizgremium eine Verletzung der Grundrechtecharta darstellt. Einige weigern sich, dem nachzukommen und riskieren Disziplinarverfahren. Dann gab es eine Aussage dahingehend, dass ich hier Lügen verbreiten würde, was ehemalige Parlamentsmitglieder angeht, die Verfassungsrichter werden. Nun, natürlich ist es mehrfach passiert, dass ehemalige Abgeordnete Mitglieder des Verfassungsgerichts worden sind. Aber ich sprach hier ganz konkret von Architekten der Justizreform, Frau Pawutnic und weitere Persönlichkeiten, die hier in den letzten Jahren mit dieser Justizreform in Verbindung zu bringen sind, die diese gesteuert und durchgedrückt haben, dass die jetzt in diesem gleichen Zusammenhang über Fälle befinden. Das ist das Problem. Und nichts anderes als das wollte ich sagen. Nächster Punkt. Zu den Wahlen. Natürlich kann man keine Wahlen durchführen, die allen Normen entsprechen. Und wenn entsprechende Gesetze einen Monat vor den Wahlen durchgedrückt werden, Gesetze, die jetzt anhängig sind im Parlament, in Bezug auf diese Wahlen, von denen eigentlich klar ist, dass sie nicht fair und frei ablaufen können. Ich hoffe also sehr, dass der Senat auf Grundlage einer Bewertung zu dem Schluss kommt, dass dann auch wirklich die Notstandsgesetzgebung ausgelöst werden muss und die Wahlen verschoben werden müssen. Postalische Abstimmungen gibt es bereits seit 1957 in Bayern. Aber in Polen gab es das bisher nicht. Wir können das nicht in einem Monat mal kurz aus dem Boden stampfen. Bayern hatte 60 Jahre Erfahrung in dieser Sache. Alles andere beantworte ich sehr gerne schriftlich. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wir sind gespannt auf Ihre weiteren Bemerkungen. Herr Vorsitzender, Herr López Aguilar, Sie als Berichterstatter können noch einmal das Wort bekommen. Sind Sie da? Can you hear me? Da bin ich. Können Sie mich hören? Herr Vorsitzender, bitte, 2 Minuten. Alles Weitere können Sie schriftlich uns zugehen lassen. Ja, vielen Dank. Zunächst einmal möchte ich allen ganz herzlich für Ihre Beiträge danken, inklusive Herrn Ziobro, der leider nicht bis zum Schluss bei uns bleiben konnte, weil er dringend Covid bekämpfen musste. Ich kann ihm zusichern, das tun wir auch. Zum
spanischen Modell möchte ich ihm ebenfalls zusichern, dass das spanische Modell genau darauf abzielte, die Zuständigkeiten zu verbreiten, aber dieser Rat ist nur für Disziplinarmaßnahmen zuständig. Alles andere, da gibt es ein ganz offenes Auswahlverfahren, das hier jedem offen steht. Was die Unabhängigkeit angeht, wir haben Bedenken, was die Schritte angeht, die gegen einzelne Richter unternommen werden. Genau darum geht es in Artikel 47 der Grundrechtecharta. Aber unsere Bedenken betreffen ja nicht ausschließlich die Justiz, sondern die Demokratie als Ganzes. Die Wahlrechtsreformen, die eingerichtet worden sind, die durchgedrückt worden sind in der Pandemie, Periode, Verfassungsänderung in Polen, die wirklich zu demokratischen Bedenken Anlass geben. Und demokratische Grundrechte, LGBTQ-freie Zonen, das muss uns natürlich auf den Plan rufen. Und was die EU-Gesetzgebung angeht, wir haben in der Europäischen Union nicht erlebt, dass eine Regierung die eigene Verfassungsgerichtsbarkeit desavouiert. Das ist in Polen passiert und das Gleiche eben auch mit dem EuGH. Dies ist inakzeptabel. Wenn der EuGH ein Urteil fällt, dann ist das unmittelbar umzusetzen wegen dem Primat des EU-Rechts. Das ist eines der Grundprinzipien. Alle Punkte, die hier angesprochen worden sind, werden berücksichtigt werden bei der Verfassung des Gerichtes. Darauf können Sie sich verlassen und ich kann Ihnen zusichern, dass ich mein Möglichstes tun, diesen Bericht bis Mitte Juli fertig zu haben, sodass dann eine Abstimmung stattfinden kann. Hoffentlich ist bis dahin wieder alles normal geworden. Vielen Dank, sagt die Vorsitzende. Wir haben eine Reihe von Wortmeldungen. Leider werden wir diese Wortmeldungen nicht ermöglichen können aus Zeitgründen, aber Sie können uns diese Fragen schriftlich zukommen lassen und sagen, an wen die sich jetzt konkret richten und dann werden wir Ihnen die Antworten zustellen. Dann zu den Ergebnissen der Abstimmung über die Änderungsanträge. Die Änderungsanträge sind abgelehnt worden. 14 Ja-Stimmen, 51 Gegenstimmen. Die endgültige Abstimmung findet heute Nachmittag um 15 Uhr statt. Vielen Dank an alle, die zum Gelingen der Sitzung beigetragen haben. Es tut mir sehr leid, dass nicht alle im vollen Umfang teilnehmen konnten. Ich freue mich auf das Wiedersehen heute Nachmittag und danke allen für ihre Mitarbeit.